Ananda Kutir. Ananda Kutir war die ursprüngliche Bezeichnung des Shivananda Ashrams in Rishikesh. Ananda Kutir war später die Bezeichnung des Hauses von Swami Shivananda am Ganges. Ananda heißt Freude. Kutir kommt vom Sanskrit Kutia und Sanskrit Kutia bedeutet Hütte oder auch Haus. Swami Shivananda hatte in einem kleinen Kutir gelebt. Kutir, K-U-T-I-R, heißt eben Haus, Hütte im Hindi. Und er nannte den Ort, wo er gelebt hatte, eben Kutir. Vielleicht möchte ich noch etwas sagen. Kuti ist Sanskrit und Kutir ist Hindi. Und Ananda, Wonne und Freude. Der Ananda Kutir wurde in den 30er Jahren von Swami Shivananda begründet. Er lebte im Swag Ashram in den 1920er Jahren. Und Anfang der 30er Jahre ging er 1933, 1934, zog er auf die andere Seite des Ganges und zog dort eben einen Teil des damaligen Kuhstalles und nannte den eben Ananda Kutir. Dass er das Ananda Kutir genannt hatte, war zunächst mal ein Euphemismus, denn die Swami Shivananda mit seinen engeren Schülern bezog eben einen alten Kuhstall, sie hatten kein Geld und sie nannten das aber, obgleich sehr primitive Lebensverhältnisse waren, das Haus der Glückseligkeit. Einfach leben, erhaben denken, das ist ja eines der Mottos von Swami Shivananda. Als der Shivananda Ashram wuchs, nannten dann seine Schüler den Ashram nicht mehr Ananda Kutir, sondern Shivananda Ashram. Und seitdem Swami Shivananda nicht mehr in seinem physischen Körper lebt, haben die Schüler von Swami Shivananda die Hütte von Swami Shivananda, die Häuser, die an dem Teil des Shivananda Ashrams waren, eben Gurudev Kutir genannt. Währenddessen zu Swami Shivanandas Zeiten, in der Spätzeit seines Lebens, wurde sein Haus Ananda Kutir genannt, eben der Ursprung des Shivananda Ashrams. Später war er Teil des Shivananda Ashrams, zwischendurch galt der ganze Shivananda Ashram als Ananda Kutir. Und heute spricht man im Shivananda Ashram gar nicht mehr von Ananda Kutir, das Ganze heißt Shivananda Ashram und die Hütte am Ganges heißt Gurudev Kutir.